Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Leute. Endlich ist es soweit. Ich bin mal wieder mit EAFC 24 Content zurück und heute starten wir in die neue Karriere. Vorneweg muss ich sagen, dass ich ja mal wieder Probleme mit meinem Aufnahmetool hatte und beziehungsweise das die Karriere wurde nicht gespeichert, obwohl ich die sogar manuell und automatisch abgespeichert habe beim letzten Mal. Und das ist ja schon jetzt einige Monate wieder her. Und es hat mich so geärgert, dass ich gesagt habe, nee, ich will das jetzt nicht noch mal von vorne alles anfangen und dann quasi nach 2 Stunden Arbeit auf dem gleichen Stand sein. Und deswegen, ich habe auch 2 Community-Beiträge auf meinem Kanal veröffentlicht. In dem einen könnt ihr nochmal nachlesen, warum ich jetzt, wie gesagt, diese neue Karriere anfange. Und im anderen gab es dann die Abstimmung, mit welchem Verein wir die Karriere machen sollten. Denn von der Spielerkarriere hatte ich dementsprechend erstmal die Nase voll und habe mir gedacht, komm, eine Trainerkarriere ist doch jetzt super geeignet. Und ja, wir sehen uns hier, wie wir schon vor der Presse vorgestellt werden, bei Racing Straßburg. Das wird der neue Verein, das wird der neue, ja, das neue Projekt in EAFC 24. Und ja, ihr konntet natürlich abstimmen. Zum einen konntet ihr abstimmen für Racing Straßburg. Hat ja auch eine Fanfreundschaft mit Carsten Hertha, deswegen finde ich es umso interessanter hier, diese Karriere. Dann einmal Luton Town aus der Premier League, fände ich auch sehr, sehr spannend. Dann noch 2 so ein bisschen mäßig so No-Names, sage ich mal. Frosinone Calcio aus der Serie A und Racing Santander aus der La Liga 2, also aus der zweiten spanischen Liga. Ja, ihr habt zu 67% für Racing Straßburg gestimmt. Was mich, wie gesagt, auch schon so ein bisschen gefreut hat, weil ich habe auf diese Karriere richtig Bock. Und ja, es haben zwar nur bisher 6 Leute abgestimmt, aber ich wollte nicht länger warten und habe mir gedacht, komm, diese 6 Stimmen reichen mir jetzt. Ich glaube, ihr hättet eh Bock auf Racing Straßburg. Von dem her sehen wir uns jetzt hier wieder. Und falls euch diese erste Folge gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, genau. Wir finden uns hier in der Zentrale wieder. Und wir können uns direkt mal die Mannschaft anschauen. Und zwar haben wir hier auf jeden Fall, ich habe schon mal durchgeguckt, einige interessante Spieler. Zum einen haben wir erstmal, wir lassen es übrigens wieder ganz ruhig angehen. Und by the way, wo wir schon beim Kader sind, schreibt wie immer gerne Transfervorschläge in die Kommentare. Wir kommen auch noch gleich zum Budget, weil ein gewisses Budget müssen wir auch einhalten. Aber ich kann euch vorneweg sagen, ich habe mir mal den Kader angeschaut. Der ist auf jeden Fall gar nicht so schlecht. An 1, 2, 3 Positionen kann man zwar noch was machen, aber der Kader ist schon meiner Meinung nach konkurrenzfähig. Sagen wir es mal so. Wir haben auf der Torhüter-Position eigentlich genug Spieler. In der Theorie. In der Praxis sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben Mats Selz mit einer 79er Gesamtstärke, sogar trägt die Kapitänsbinde. Und dann haben wir nur noch Alexandre Pierre aus Haiti und Alaa Belarouche aus Marokko. In echt ist Mats Selz, glaube ich, in der Wintertransferphase zu Nottingham Forest nach England gewechselt. Und jetzt ist hier Belarouche, glaube ich, Stammtorhüter. Und falls halt mal dieser Selz ausfallen sollte, was ja zum Glück bei der Torhüterposition in FIFA generell oder jetzt EAFC relativ unwahrscheinlich ist und relativ selten vorkommt, brauchen wir uns da eigentlich keine Sorgen machen. Dennoch würde ich vorschlagen, dass wir auf jeden Fall noch einen Keeper holen. Ich habe jetzt auch mal Pierre auf die Leihliste gesetzt. Also schreibt einen Torhüter in die Kommentare, den ich noch holen soll. Er sollte auf jeden Fall 2-3 Millionchen kosten und zwischen einer 65 und einer 70er Gesamtstärke haben. Das ist euer Auftrag jetzt schon mal. Und ja, machen wir weiter. Linksverteidigerposition sind wir eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Delaine und Sobol sind hier absolut gesetzt. Bastian habe ich jetzt mal auf die Leihliste gepackt. Ja, auch noch relativ jung. Und Sobol und Delaine sind schon etwas erfahrener. Dann Innenverteidigung. Und jetzt kommen wir meiner Meinung nach zu einer der spannendsten Positionen hier aktuell. Wir haben einmal Jerzy Niamsi, Lukas Perrin, Ismaël Doucouré und Abakar Sylla. Wir haben 2 sehr, sehr gute Talente auf jeden Fall. Der eine ist 19, der andere ist 20. Sie zeigen beide großes Potenzial, haben beide die gleiche Gesamtstärke. Wenn wir jetzt hier auf Niamsi und Perrin gucken, haben wir insgesamt 4 nominelle Innenverteidiger. Und das ist mir einer zu wenig. Denn
Ich habe mal geguckt, wir spielen aktuell, das können wir aber wie gesagt auch noch alles anpassen, Fünferkette. Und dann spielen wir mit drei Innenverteidigern, drei mit nominellen Innenverteidigern. Und dann haben wir nur vier. Und wenn dann einer mal ausfällt, wird es kritisch, weil in der Innenverteidigung wechsle ich eigentlich generell immer jedes Spiel so ein bisschen einmal mindestens. Also ja, deswegen schreibt gerne auch einen Innenverteidiger in die Kommentare. Hier geht es mir nicht darum, dass es das größte 17-jährige Talent der Welt ist, wie jetzt zum Beispiel hier von Barca dieser Cubarsí, der da auch in der Champions League schon richtig gut performt hat gegen Napoli, sondern es kann auch ruhig ein 30-Jähriger sein. Wenn ihr einen guten Innenverteidiger kennt, schreibt ihn unbedingt in die Kommentare. Rechtsverteidigerposition sind wir meiner Meinung nach auch gut aufgestellt. Ich habe jetzt mal Senaya und Nuss auf die Leihliste gesetzt. Nee, beziehungsweise Senaya auf die Transferliste. Vertrag läuft aus. Kriegen wir auch nochmal, wenn wir gut verhandeln, 1,5 Millionen. Genau, Guibert und Fila, denke ich, sind gesetzt. Man könnte überlegen, ob wir Fila auch abgeben und dafür noch einen 70 plus Rechtsverteidiger holen, um einfach noch die Qualität ein bisschen zu erhöhen. Tendenziell könnt ihr auch für jede Position einen Spieler schreiben als Idee, wenn ihr da welche habt, die jetzt auch einigermaßen realistisch sind. Also weiß ich nicht, wenn ihr jetzt hier einen Jamal Musiala reinschreibt oder einen Florian Wirtz für das offensive Mittelfeld und fürs Tor, keine Ahnung, Alexander Nübel von Stuttgart zum Beispiel, das ist jetzt halt nicht so realistisch. Wir wollen diese Karriere so möglich wie realistisch machen und ich möchte euch einbinden. Deswegen tendenziell jede Position könnt ihr was reinschreiben, aber ich gucke dann und sortiere das nach Position, nach Alter und so weiter und dann gucke ich, was am meisten Sinn macht. Dann haben wir einmal Sanjin Pricic, ein Bosnier. Der ist auch relativ gesetzt, würde ich sagen. Chahiri habe ich auf die Transferliste gepackt. Da war, sehe ich jetzt nicht so großes Potenzial drin. Dann Tom Settl, auch so ein Talent, das wir vielleicht verleihen können oder ihm auch hier die Spielpraxis geben. Ich würde ihn jetzt aber tatsächlich auf die Leihliste setzen, weil wir im System momentan, glaube ich, nicht mit nominellen linken Mittelfeldspielern spielen. Kann ich euch gleich mal zeigen. Dann Arulo, auch sehr interessant. Den habe ich in meiner privaten Espanyol-Barcelona-Karriere verpflichtet. Da versuche ich mit Espanyol quasi von der zweiten in die erste Liga wieder aufzusteigen und langfristig den FC Barcelona von der Spitze quasi zu verdrängen und dann eben der beste Club aus Barcelona zu werden. Gut, gibt ja nicht so viele, aber ihr wisst schon, was ich meine. Dann Sissoko und Bellegarde, auch zwei sehr gute Spieler. Dominguez haben wir auch noch, den will ich auf jeden Fall auch behalten. Dann das nächste Talent, Habib Diarra, mit einer 68, den würde ich auf jeden Fall behalten. Und dann kommen wir auch schon zur Stürmerposition und da sage ich euch, geben wir auf jeden Fall einen Spieler ab. Wir haben einmal Diallo und Gamero und dann Motiba, Emeka und Sahi. Ich habe jetzt Sahi mal auf die Leihliste gepackt, weil fünf Stürmer für, ich glaube insgesamt, also fünf Stürmer für zwei Positionen in der Startelf ist zu viel. Vor allem, wenn wir dann nur einen auf der Bank haben, einen Stürmer oder von mir auch zwei, dann bleibt der eine immer ohne Einsatz, geschweige denn kommt nicht mal in den Kader. Deswegen habe ich jetzt Sahi mal auf die Transferliste gepackt. Ist auch noch relativ jung. Und Emmanuel Emeka und Lebo Motiba behalten wir erstmal. Ja, Südafrikaner, sehr interessant. Und ja, das war es erstmal vom Kader. Falls ihr, wie gesagt, Vorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir gehen jetzt mal gleich zur Taktik rüber, denn da wollte ich euch zeigen, wie wir aktuell spielen. Und ihr könnt schon sehen, Fünferkette. Das war tatsächlich so. Ich habe es nicht so eingestellt. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe jetzt mal auch die Bank sortiert und die Taktik an sich so ein bisschen ja, eingestellt. Wobei Taktik, Konzept, Flügelspiel machen wir nicht. Gegenpressing. Konter ist auch nicht schlecht. Ich würde mal auf Konter gehen. Zurückfallen lassen. Ja. Ich mache jetzt mal hier die Vorgaben, die passe ich noch ein bisschen an. Falls ihr aber wollt, dass wir ein anderes System spielen, zum Beispiel 4-3-3 oder klassisches 4-4-2 oder 4-2-3-1 oder sowas, dann schreibt auch das gerne in die Kommentare. So, Tiefe. Wir können auch auf Abseitsfalle spielen, ist mir aber immer ein bisschen zu riskant. Langer Ball läuft in die Spitze.
Ja, komm. Lass mir das mal so. Breite soll auf jeden Fall, wir sollen das Spielfeld breit machen. Oder zumindest etwas breit. Einige Spieler im Strafraum, Abstauber sind wichtig. Die können einen manchmal den ein oder anderen Punkt retten. Wie gesagt, diese Aufstellung war tatsächlich schon so. Das heißt, für euch ist jetzt ganz wichtig zu wissen, dass wir quasi zwei Außenverteidiger haben, die quasi unsere Flügelspieler sind. Das heißt, die gehen bei Angriffen mit vor. Wir haben eigentlich das System so gerade ausgelegt, dass wir größtenteils über Zentrum spielen und wie gesagt, wenn über Außen, dann über Guibert und Sobol. Ich würde jetzt gerade einmal noch kurz hier Gamero packe ich in die Startelf für. Ah nee, das war jetzt nicht so gut. Emeka erstmal auf der Bank, Diallo im Sturm. Und während der Vorbereitung, denke ich, werden wir die Highlights dann zocken und dann auch immer mal wieder von Spiel zu Spiel so ein bisschen durchtauschen, dass jeder mal spielt, auch die, die vielleicht verkauft bzw. verliehen werden sollen. Genau, ja, das wäre es erstmal für den Kader, für die Taktik. Ich gehe das jetzt gerade alles so ein bisschen im Schnelldurchlauf durch, weil ich muss eingestehen, ich habe gestern die Folge schon mal aufgenommen, habe dann aber danach gemerkt, als ich die in meiner Aufnahmegalerie hatte, dass dass das Audio gar nicht, die Audio, das, ja, die, meine Stimme gar nicht aufgezeichnet wurde. Das hat mich extrem geärgert. Das Gute ist, ich habe noch keinen Tag weiter simuliert. Das heißt, ich nehme es jetzt nochmal auf und jetzt müsste alles so funktionieren, wie es sollte. In Jugendakademie habe ich gestern auch schon mal kurz reingeschaut. Da haben wir auf jeden Fall auch einige vielversprechende Spieler. Darunter drei Spieler aus Skandinavien. Kinnunen, Isaksson, Schwede, Kinnunen, Finne und Hämäläinen, auch ein Finne. Dann haben wir auch noch Duff, ein Schotte, Katletz, ein Slowake und Garcia, ein Brasilianer. Der ist mit Abstand, würde ich sagen, einer der besten Spieler hier. Hat eine 60. 94er Potenzial, könnte also der neue Neymar werden. Den würde ich jetzt aber noch nicht hochziehen. Ich würde den jetzt gleich abseits der Folge noch allen Entwicklungsplänen geben, genauso wie den ganzen Spielern, die momentan in der ersten Mannschaft unter Vertrag stehen. Weil wenn ich das jetzt mache, das ist einfach nicht so spannend für euch. Und ja, ich möchte jetzt die ganzen Punkte einfach abhaken. Genau, wie gesagt, Transferzentrale. Wenn wir da reingehen, sehen wir, wir haben noch keinen Spieler, den wir beobachten. Und wie gesagt, da seid ihr an der Reihe. Jugendstab habe ich tatsächlich auch schon einen Scout losgeschickt nach Deutschland. Mal nach defensiv starken Talenten geschaut. 9 Monate. Kostet knapp 300.000 Euro, glaube ich. Und damit ihr auch wisst, was für ein Budget wir haben 17 Millionen Euro. Das ist schon echt ordentlich. Damit kann man auf jeden Fall paar gute Spieler holen. Aber als, wie ich gesagt habe am Anfang, ist der Kader schon meiner Meinung nach auf jeden Fall ligatauglich, um auf jeden Fall souverän die Klasse zu halten. Aber wir können das Geld natürlich entweder sparen, sage ich mal. Wir können Talente holen, wir können die Jugendakademie zu La Masia 2.0 aufbauen. Das versuche ich übrigens auch, by the way, gerade in meiner Espanol-Karriere so ein bisschen La Masia zu kopieren. Läuft sogar ganz gut. Und ja. Genau, so viel dazu. Hier könnt ihr auch noch den Trainer rechts sehen, den ich erstellt habe. So Classic, weiße Schuhe, eine Jeans und ein Vereinshoodie mit dem Logo von Racing Straßburg. Dann gehen wir jetzt mal noch auf den Kalender ein. Was neu ist hier in EFC 24 in der Trainerkarriere, man kriegt die Einladung nicht sofort am Anfang, sondern man bekommt die Einladung erst nach einer Woche. Die Liga startet dann auch übrigens am 12. August zu Hause gegen Olympique Lyon. Die sind zwar in Real Life gerade nicht so gut, aber in FIFA haben die schon deutlich bessere Spieler, auch von den Gesamtstärken her, als wir. Dann direkt das nächste Kracherspiel, auswärts in Monaco. Und dann das darauffolgende Spiel sollten wir auf jeden Fall einen Dreier einfahren gegen Toulouse. Ist jetzt meiner Meinung nach eine Mannschaft, die jetzt eher etwas weiter unten angesiedelt ist. Aber man darf nicht vergessen, jetzt kommt's. Die haben letzte Saison tatsächlich den französischen Pokal gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Genau, dann haben wir hier auch noch den September, der wird wieder, ja, relativ entspannt. Nizza ist jetzt vielleicht auch so ein Spiel.
Das könnte schwer werden. Montpellier kann ich nicht so richtig einschätzen. Und Metz ist ein Derby. Das heißt, ich werde euch auch noch unter das Video eine Abstimmung packen, welches Spiel wir selber zocken sollen. Ich würde sagen, also gegen Lyon und Monaco zocken wir auf jeden Fall selbst. Gegen Toulouse können wir meiner Meinung nach die Highlights zocken oder schnell simulieren. Dann gegen Nizza würde ich auch selber zocken. Montpellier können wir auch simulieren und Metz Derby sollten wir auch selber zocken. Oktober, Paris, PSG, selber zocken. Ich sag jetzt mal so aus dem Gefühl, die anderen drei Spiele sind eigentlich mehr so Simulationsspiele. Wie gesagt, ich packe euch für den August und den September Spiele rein. Also die Abstimmung: einmal Lyon, Monaco, Toulouse, Nizza, Montpellier und Metz. Und ihr könnt dann abstimmen, welches wir selber zocken. Ihr habt jetzt meine Meinung gehört, aber ihr seid natürlich auch genauso gefragt. Ja. Gibt es sonst noch was? Ja, was auch neu ist, ist die Teamstrategie. Darauf gehen wir dann näher ein. Da kann man so Taktikcoaches verpflichten. Da gehen wir in der nächsten Folge drauf ein, wenn es dann auch komplett in die Vorbereitung geht. Plus, es gibt den Trainingsplan, um nochmal die Spieler bestmöglich regenerieren zu lassen. Ja, Ziele können wir noch anschauen. Gehen wir mal rein. Kurze ist minus 2 Spieler 120 Jahre mit einem Potenzial, das den Durchschnittsgesamtwert der aktuellen Spieler auf der entsprechenden Position überschreitet. Easy. 4 Spieler, Torwart, Verteidiger, Mittelstürmer. Ist auch nicht so schwer. Reicht eine Serie von 3 Siegen in Auswärtsspielen dieser Saison. Passt auch. Mittelfeldplatz belegen. Auch realistisch. Cup Nationale. Also, wir sollen eine Runde weiterkommen. Unten. Profit, ja gut. Also die Ziele, sage ich mal, sind auf jeden Fall erfüllbar. Was ich extrem nervig finde im neuen FIFA, ist, dass gefühlt, wenn man mal ein, zwei Ziele mal reicht schon, wenn man mal 2 Spiele verliert und ein Ziel schon quasi aus den Augen verliert, zum Beispiel wie im Pokal eine Runde weiterzukommen oder so, dass dann das Manager-Rating extrem drunter leidet. Das ist nicht so geil. Wir wurden auch, glaube ich, schon der Presse vorgestellt. Genau. Das ist Alsace hinten. Sorry, falls ich es falsch ausspreche. Rassing, Straßburg, Alsace. Heißt ja Elsass, meiner Meinung nach. Ist ja die Region, wo Straßburg angesiedelt ist. Falls ich hier irgendwelche Namen von französischen Spielern falsch ausspreche, entschuldigt es. Ich habe zwar in der Schule Französisch, bin da auch relativ gut, aber mit so Nachnamen habe ich es nicht so. Ja gut. Wir sind zuversichtlich, dass uns der neue Boss den gewünschten Erfolg bringen wird. Wir haben natürlich auch mit anderen gesprochen, aber Madness ist die richtige Besetzung für den Club, für die Spieler und für die Fans. Erfahrung ist kein Allheilmittel. Ja gut, wir haben keine Erfahrung, aber das ist ja zu Beginn der Karriere immer so. Ich glaube sogar, in echt ist ja gerade Patrick Vieira Trainer von Straßburg Legende. Da läuft es gerade auch nicht so gut. Am Anfang der Saison war Straßburg auf jeden Fall unter den Top 8, meiner Meinung nach, so im September, Oktober. Aber jetzt sind sie nur noch im unteren Drittel, glaube ich. Ja, ich glaube 12. Oder? Nee. Auf jeden Fall in der unteren Tabellenhälfte, sagen wir es mal so. Und das soll hier natürlich in FIFA etwas anders verlaufen. Weshalb ich jetzt mal sagen würde, dass wir eigentlich schon mal das erste Mal weiter simulieren können und dann eventuell schon ein paar Angebote bekommen. Plus, wir können mal noch das Vorbereitungsturnier annehmen. Ich würde jetzt einmal noch ganz kurz euch zeigen, gegen wen wir hier spielen. Es sind auf jeden Fall sehr spannende Gegner dabei. Meiner Meinung nach ist wie heißt die Liga immer noch ein bisschen unterbewertet, weil die Eredivisie, die aus Holland, die Liga mit Ajax, Feyenoord, Rotterdam und Anderlecht und nee, Anderlecht ist Belgien, glaube ich, wie sie nicht alle heißen, hat quasi, die tauschen immer so. Also mal ist die Liga vorne, mal die Eredivisie. Ja, mal schauen. Also, wir können auch noch den Wettbewerb mal gucken, haben wir schon einen Gegner zugelost? Okay, was ist hier jetzt los?
Bordeaux kennt man, Saint-Étienne, auch sehr großer Traditionsverein. Hier in der Mitte backt irgendwas rum, da ist ein komischer Name. Ist mal wieder typisch EA. Barrage Ligue 1 über Eats. Ach, das sind die Playoffs, ich glaube, für die zweite Liga. Also der Verein, also jetzt nach aktuellem Stand Start Brest, würde Playoffs spielen, dann gegen irgendeinen Verein aus der zweiten Liga. Ich weiß es nicht, ob ich euch jetzt hier Mist erzähle. Falls ihr es genauer wisst, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ich meine, letzte Saison waren es noch 20 Vereine in der Ligue 1. Und ich glaube, jetzt haben die es diese Saison auf nur noch 18 aufgestockt. Kann es sein? Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich meine, das war mal so mit 20 Vereinen. Falls ich Blödsinn erzähle, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und jetzt simulieren wir tatsächlich das erste Mal vor. So. Langbrot für Settel. Oh. Warta Posen. Polnischer Verein. Leihe zum Kauf. Machen wir erstmal eine Leihe draus. Für eine Saison passt. Spielerchat. Freue mich auf die Zukunft. Ja, gib mal die Standardantworten, damit die möglichst zufrieden sind. So, passt. Soweit. Und dann simulieren wir vor und nehmen noch das Vorbereitungsturnier an. Oh, wir haben auch noch Transferangebot für Chahiri. Den wollten wir ja, glaube ich, abgeben. Ja, den wollten wir abgeben. 1,55 Millionen Marktwert. Ja, gut, die 100.000. Können wir zwar 1,65 Millionen raushandeln, aber 1,55 bin ich auch schon zufrieden. Vom FC Empoli nehmen wir an. Nuss von Annecy, ich glaube aus der zweiten französischen Liga, kann er Spielpraxis sammeln, meiner Meinung nach auch eine gute Idee, den da ja, zu verleihen. So, und dann können wir auch schon ins Vorbereitungsturnier. Jetzt bin ich mal gespannt. Queen's Park Rangers, Preston, Tenerife, Saragossa, Stoke City ist so bekanntes Verein mit Queen's Park Rangers, würde ich sagen. Bochum, Celtic Glasgow, Hellas Verona, Watford, Cagliari Calcio, Casapia, Udinese Calcio, was haben wir hier? Luton Town, da habe ich euch auch reingepackt. Sheffield, Las Palmas, Valladolid, Alkmaar, Heidenheim, Middlesbrough, ja, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich würde sagen, das hier. Weil hier gibt es Gegner, die ungefähr auf dem Niveau von den anderen Vereinen aus der Liga A sind. Und da gibt es auch am meisten Preisgeld. Und ist ja nicht schlecht, auch mal gegen gute Gegner zu spielen, um da eben dann auch Profit rauszuschlagen und so weiter und so fort. So, wir haben jetzt noch mal die Übereinkunft zur Sättel-Leihe. Tom Sättel ist ein Franzose, hört sich aber eher meiner Meinung nach an wie ein deutscher Name sogar. Oh, mein Timer klingelt. Ich habe mir wieder einen Timer gestellt, dass ich nicht zu lange die Folge mache. Aber das machen wir jetzt noch kurz. Senaya. Oh, Nashville aus der MLS. Die haben ja, ich glaube, im Pokalfinale gegen Miami und gegen Messi gespielt. Auch 1,55 Millionen nehmen wir an. Das heißt, wenn uns jetzt Nuss und Senaya verlassen, brauchen wir theoretisch auch noch einen guten Rechtsverteidiger. Wollte ich ja eh vielleicht verpflichten, weil viele hatten nur eine 67 und wenn Guibert sich verletzt, kommt es da zu qualitativen Engpässen, um es mal so auszudrücken. Deswegen schreibt gerne auch einen Rechtsverteidiger rein. Zusammenfassend kann man sagen, das war die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, welches Spiel wir dann selber zocken sollen. Ich packe euch die Abstimmung für den August und den September rein. Und ja, vielleicht packe ich es euch auch in die Videobeschreibung rein, muss ich mal gucken. Genau, und dann schreibt ein Rechtsverteidiger, gegebenenfalls ein Torwart und ein Innenverteidiger rein. Das sind so drei Positionen, wo ich gerne noch was machen würde. Und ich glaube, das könnt ihr auch nachvollziehen. Genau, in der nächsten Folge kommen wir dann schon zu den ersten Vorbereitungsspielen, wo wir wahrscheinlich die Highlights zocken. Die Teamstrategie, da gehen wir rein und versuchen dann natürlich den ersten Neuzugang zu präsentieren. Und ja, das war's mit der Folge. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich lade jetzt die Folge gleich hoch, bearbeite die, schneide die, mache das Thumbnail fertig, lade es hoch und dann warte ich ein, zwei Tage Transfervorschläge ab.
Und dann gehen wir in die zweite Folge rein. Die wird dann Richtung Dienstag, maybe kommen. Die Montag, Dienstag. Ich habe jetzt 2 Wochen Osterferien, von dem her habe ich genügend Zeit, alle 2 bis 3 Tage eine neue Folge rauszubringen. Also, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.